Und wir sind back bei Dawn of War. Und ich frage mich jetzt gerade, von welcher Seite denn die Necrons angreifen könnten. Gegner, wir brauchen Für die Gegner. dunklen Götter. Nein, wir brauchen Horchposten Ja, auf unseren Plätzen. wir werden schneller arbeiten. Wir sind Legion. So, dann schicke ich mal Ephilas wieder zu dem Space Marine Trupp Bringt hinzu. mich zum Feind. Und erhöhe die Ja, Kampfanzahl Meister. um einen beträchtlichen Betrag, sodass wir hier schon mal eine Grundfestung haben. Und diese Horchposten, von denen ich gerade merke, dass der eine noch Segne nicht mal uns, komplett Meister. ist, werde ich dann alle noch schnell mit Waffen Wir ausrüsten, haben das Gebiet eingenommen. damit wir hier dann sicher sind. So, der Ketzer kann schon mal da unten den Horchposten Segne aufbauen. uns, Meister. Wir bauen es für euch. So, da oben ist fertig. Was immer ihr wünscht. Der Plasma-Generator ist auch noch nicht fertig. Anscheinend, wenn ich hier abspeichere und dann ausmache, dann hält die Produktion dieser Dinge anscheinend immer an. Und wo ist mein Raptoren-Champion? Da ist er. Die Chaosgötter sprechen zu Wir mir. können hier mal ein bisschen stalken. So, was ist hier? Hier ist anscheinend Das ist nichts. der Weg in die Hölle. Nee, hier ist nichts. Dann übernehmen wir den doch mal schnell Ja. hier. Wenn hier eh keiner ankommt. Und wenn, dann holen wir schnell unsere Worldbeaters darunter. Aber die Necrons kommen von dort. Bringt mich zum Wir werden die Feind. mal abfangen. Denke mal, eine Einheit sollte dafür reichen. Bringt mich zu ihnen und ich werde für Da kommt Gerechtigkeit der Necron-Lord an, sorgen. die Kommandoeinheit der Necrons, und die verflüchtigen sich auch ganz schnell wieder. Und da sind Ich habe Bauskarabäen. Götter Das ist hier deren Baueinheit, gesehen. und die machen wir mal immer platt. Und Geschafft. ich würde Ihr mich gerne grünen zurückziehen, weil Untergang die haben da kommen. einen Gauss-Designator-Turm, was auch immer. Bin unterwegs. Und ich würde gerne mal, dass die Leute da stehen bleiben. Es ist so, als ob tausend Stimmen vor Haut drauf jetzt auf den Necron dort. stehen. Genau. Hören wir deine Taktik. Ihr auch Vor diese Stimmen? Der Kollege ist Bringt hinüber. mich zu ihnen und ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Und unser Raptor-Champion begibt sich mutig in den Kampf und irgendwas kriegt er da ab. Und ihr merkt schon, die Leichen dieser Necrons bleiben liegen. Wie gesagt, die können wieder aufstehen, weil es ja Metallzombies sind. Und jetzt macht den Necron da fertig, genau. So, dann hier befestigen. Und ja gut, da müssen wir eigentlich nicht befestigen, aber ich mach's trotzdem. Und oh, der Necron-Lord wird mir immer noch als Feind angezeigt. Gut, dann möchte ich gerne noch eine Abteilung Chaos Space Marines haben. Während Was immer ihr der wünscht. Ketzer ruhig noch einen zweiten Wir dienen. Plasma-Generator bauen kann. Wir müssen vernichten. Müssen wir das, ja? Und aus Jux und Dollerei kann der. Stoßen auf Widerstand. Okay. Okay, probieren Habe ich die wir alle schon deine zu 1 Taktik. hinzugefügt? Dann Vorerst hauen wir hier mal Götter. den Designinatorenturm Der kaputt. Boden erzittert Und unter diesen Obelisk jedem hier auch hinüber. meiner Schritte. So, dann Bringt mich hätte ich zu den ihnen gern und ich übernommen. werde für Gerechtigkeit sorgen. Während meine Chaos Space Marines hier weiterhin für Action sorgen. Da kommen neue Necron-Krieger. Sollte aber kein Problem sein. Ich möchte gerne den zweiten Ketzer, Die dunklen Götter wachen über wie uns. gesagt, aus Jux und Dollerei mal hier zu Ja, diesem Kommandoposten bewegen. wir werden schneller Einfach weil ich es arbeiten. kann. Irgendwas hat sich da gerade bewegt. Und das hier ist die, das HQ der Necrons, der Necron-Monolith. Der wird, je mehr Gebäude man baut, desto höher ragt er aus dem Boden raus. Und letztendlich ist das deren stärkste Einheit. Das ist deren Reliquieneinheit. Und der Necron-Lord steht wieder. Scheiße. Und jetzt? Wir müssen uns Vernunft zurückziehen. ist was für Schwache. Denn der Necron-Lord steht wieder. Und wer weiß, was der jetzt in unserem Ich HQ zerschmettere ihre Seelen. anrichten könnte. Aber anscheinend scheint der jetzt nicht gerade sehr wehrhaft zu sein. Bin unterwegs. Was natürlich seine eigene Schuld ist.
Und der zweite Ketzer, bitte. Dann können wir hier vor deren HQ gleich so einen Teil bauen. Ja, ja, guter Schmerz und so eine Kacke. So, bratet mal diesen Obelisken hier eine über. Oh, der ist schon hinüber, gut. Dann bitte diesen Obelisken hier vernichten. Und dann könnten wir auch so langsam schon mal... Übernehmen wir das auch noch, weil wir gerade da sind. Wir müssen ja nicht hetzen. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Ich möchte, dass dieses Ding hier steht. Und dann, falls wir mit dieser Basis hier angegriffen werden, gleich deren so einen schönen Geschützturm da reinfeuern können. Das meine ich halt mit dem Platz da aufräumen. Den befestigen wir noch schnell. Und der Necron-Lord lebt wieder. Mal wieder. Es ist so, als ob tausend Stimmen vor Schmerz schreien. Deshalb werden wir den Necron-Lord jetzt eine überbraten. Ja genau, hau meinen Ketzer kaputt. Geschafft. Segne uns, Meister. So, reparier das bitte, während wir das Ding befestigen. Es ist so, als ob tausend Stimmen vor Schmerz schreien. Die dunklen Götter wachen über uns. Ach ja, diese tausend Stimmen nur, das sind schlimme Schurken. So, dann befestigen. Achso, der ist befestigt, sehr gut. Jo, dann würde ich mal sagen, hört ihr auch Angriff, ne? Stimmen? Ich lasse mich nicht herumschicken. Lässt du eh. Ich glaube, ich habe jetzt eventuell einen kleinen Fehler gemacht, dass ich dann einfach doch auf zu einfach gestellt habe. Ich weiß es nicht. Oh, ein Phantom. So, dann hauen wir das KQ hier auch kaputt. Und da steht schon wieder ein neuer Monolith. Wo kommt der denn her? Das würde mich jetzt mal interessieren. So, wer ist das denn gewesen? Ich lasse mich. Ja, genau. Okay, das war's dann auch für uns. Schöne Base erobert. Das ungeteilte Chaos hat die Wälder von Axeria erobert. Verlierer sind die uralten und verhassten Necrons. Und damit gehören uns jetzt bereits drei Basen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt den Zug beenden und dann schauen wir mal nach, was der gute Lukas Alexander macht. Und falls wir schon die erste Basis nicht mehr spielen müssen. Ja, die greifen diese Basis an. Haben sie aber nicht geschafft. Die Necrons machen nix. Die Elder müssen sich auch zurückziehen. Gut. Dann werden wir jetzt wahrscheinlich hier diese Basis angreifen. Sollte auch schnell gemacht sein. So, 600 Punkte haben wir. Dann können wir hier mal ein bisschen verstärken. Und da möchte ich gerne noch einen weiteren Chaos Space Marine Trupp hinzufügen. Und dann nehmen wir noch einen, weil die sind billiger als die Raptoren. Das heißt, sollten wir jetzt dort angegriffen werden, haben wir diese Einheiten halt schon zur Verfügung. Wir könnten dann, wenn wir dieses Gebiet hier eingenommen haben, zwei Basen auf einmal angreifen. Ich weiß nicht, ob wir das machen. Wir gucken mal nach, was da passiert. Also erstmal diese Basis hier. Und da können wir dann auserwählten Champion benutzen. Ja, gut, dann... ja. Ja, dann nehmen wir uns kurz diese Basis hier noch vor. Weil wir jetzt kommen ja eh nicht mal zu diesem Ding, dann nehmen wir die Basis Angriff. Jo, auserwählten Champion haben wir. Ach, den Raptoren-Champion. Und dann, ja, hauen wir die auch zu Klump. Sollte nicht zu schwer sein. Also läuft schon mal ganz gut voran.
Dann erobern wir diese kleine Insel dann noch und dann haben wir erstmal so gut wie möglich gedefft. Was wollen Sie? Wir wollen... Achso, diese Karte... Okay, probieren wir deine Taktik. Es ist ein guter Schmerz. Diese Karte kennen wir ja schon. Da wurde ich dann mit zigtausenden von Necron... zigtausenden Chaos Space Marines und Khorne Berserkern und allem angegriffen. Und ich denke, diesmal können wir uns hier ein bisschen mehr Zeit lassen. Also nicht, dass wir ohnehin schon viel Zeit vertrödelt haben, aber so richtig schön viel Zeit lassen. Ich nehme mal an, wenn wir das hier erobert haben, gehen wir gleich zur Reliquie runter. Und jetzt ist so, als ob tausend. Da haben wir diese Springfunktion hier und dann können wir hier hinspringen mit dem Raptor. Dann landet der hier gleich. Das Gebiet gehört uns. Dann nehmen wir gleich die Reliquie ein. So, und einen zweiten Ketzer bitte. Wir sind hier, um zu dienen, Meister. Danke. So, dann bau du mir mal auch einen Plasma-Generator gleich. Vielen, vielen Dank, Meister. Und ein Chaos Space Marine Trupp wird gebaut. Wer mich betrügt, stirbt. Wir schicken ihn mal ein bisschen weiter runter, falls unser Raptoren-Champion schon angegriffen wird, was ich aber nicht glaube. Aber wir wollen ja Vorsicht walten lassen. Sie hören ihren Untergang kommen. Das höre ich gerne. So, wer ist als erster fertig? Ich glaube, der hier. Für die dunklen Götter. Ja, Meister. So, dann nehmen wir den hier gleich ein. Was immer ihr wünscht. Ja, ich baue meistens immer zwei Plasma-Generatoren hinterher. Für die dunklen Götter. Und, ja, dann warten wir erstmal kurz. Wollen wir schon? Nee, wir wollen noch nicht. Wir haben das Gebiet eingenommen. Aber wir wollen da unten einen für die dunklen Posten draufbauen, damit uns das auch ja nicht weggenommen wir wird. Hört ihr auch diese Stimmen? Ja, höre ich auch. Damit uns das ja nicht weggenommen wird. Da kommen sie schon. Die Necron. Ach, Necron sind das wieder, gut. Ich habe hier Gegner. Wir brauchen Gegner. Der hat eh die Hosen voll. Der Necron-Lord, also... Ja, Meister. Ziehen wir den wieder zurück, weil der eh wegrennt. Horchposten. Wollen wir noch einen wir haben. Dienen. Und wir rüsten mal... Nee, wir rüsten nicht. Weil... Wir haben bis jetzt erstmal noch zu wenig Anforderungspunkte, um jetzt hier großartig was zu kaufen. Deswegen erobern wir ja hier immer Stück für Stück. Und ich würde sagen, wollen wir uns den hier schnappen? Wir lassen erstmal den hier bauen. Ach, der ist schon. Gut, dann. Für die dunklen Götter. Was steht jetzt noch offen? Das steht nicht mehr offen. Das hier ist gleich erobert. Dann bauen wir gleich auch noch einen Heuchposten. Ist zwar nicht so wirklich nützlich, aber ja, wenn man es kann, dann kann man es, ne? Segne uns, Meister. Man weiß ja nie, mit was man hier später alles mal angegriffen wird. Und dann würde ich jetzt gleich mal einen Thermoplasma-Generator auf dieses Slug-Vorkommen hier hinbauen. Dort kann man nämlich Thermoplasma-Generatoren bauen, beziehungsweise Mega-Generatoren bei den Orks. Und diese geben halt mehr Plasma als normale Plasma-Generatoren. Ah, ich habe sowieso einen Frosch im Hals heute. So, dann knallen wir das Ding mal da schnell hin. Ja, wir werden schneller arbeiten. Und diese Sklavenarbeit ist echt cool, weil Ketzer sind unglaublich leicht und schnell zu bauen. Dann können wir die irgendwo wirklich ein bisschen quälen, dass die schneller arbeiten. Und man sieht, deren Leben sinkt Stück für Stück. Dabei wird das Gebäude halt deutlich schneller erbaut. Und das kann man halt bis zum Tod durchführen. Was macht dieser Necron-Lord da eigentlich für einen grünen Strahl? Ich gehe da am besten raus. Und ich füge Ephilas natürlich wieder meinem Trupp hinzu. Und sollte jetzt mal Sklavenarbeit ausmachen. Ansonsten stirbt er uns weg. Wo immer ihr wollt, Meister. Das ist ja auch nichts hier weg der Sache.
Und jetzt möchte ich gerne doch die Zitadelle ausweiten. Und ein paar mutige Necron-Krieger kommen an. Leg dich nicht mit mir an. Nützt denen aber im Endeffekt gar nichts. Und ich möchte meinen Raptoren-Champion doch dazu... So, als ob tausend Stimmen vor Schmerz schreien würden. Ja, ich glaub's sehr. Ich möchte gerne meinen Raptoren-Champion doch gerne diesen Punkt hier übernehmen lassen. Wir werden das Gebiet nicht aufgeben. Ich glaube, ich atme schon wieder zu sehr ins Mikro, ne? Kann das. So, hier baut alles schön. Kornberserker kann man dann bauen, Jackpack Booster, Fragmentgranaten, ist alles nicht wirklich notwendig. Aber ich hätte doch gerne eine Rüstkammer. Was immer ihr wünscht. Eine Rüstkammer hätte ich gerne schon. Was, wir werden angegriffen? Ach, von unserem Meister hier. Ich kann es kaum erwarten. Und jetzt? Der Boden erzittert unter jedem. Haut den zu Klump jetzt. Ihr könnt ihn doch nicht entkommen lassen. Nicht bei so wenig Leben. Hau drauf! Holt mir diesen... Ah, der ist zu schnell. Dann nehmen wir das strategische Ziel hier ein. Strategische Ziele, darauf können wir keine Horchposten bauen, aber die lassen uns dann ein weitaus größeres Gebiet sehen. Und wir können dann frühzeitig handeln. So, haben wir jetzt eine Endweite? Ja, wir haben eine Endweite. Dann bauen wir hier noch einen Chaos Hexer. Und wo ist eigentlich mein zweiter Trupp Chaos Marines? Oder habe ich den noch gar nicht gebaut? Ich habe den anscheinend noch gar nicht gebaut. Dann bauen wir jetzt ein paar Chaos Space Marines. Und hier brauchen wir im Moment eh nichts. Jedenfalls noch nicht. Segne uns, Meister. Dafür können wir... Oh Gott, wir machen auch schon wieder viel zu lange. Viel zu lange. Dann würde ich auch mal sagen, wir brechen hier ab und sehen uns bis gleich. Bis dann.